Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was würden eigentlich die Haustiere von Superman, Batman, Wonder Woman und Co. eigentlich machen? Nein? Ah, ja, okay, dann nicht. Okay. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ihr seid ja immer noch da. Also doch. Okay. Ja, okay, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch beschrieben. Denn eigentlich geht es zu Beginn des Films... Oh, ich rede hier übrigens gerade über DC League of Super Pets. Ja, ich mache mal eben kurz den Fernseher aus. So. Eigentlich geht es da zu Beginn erstmal um Krypto. Das ist der Hund von Superman. Und ich wusste eigentlich erst 2 Minuten... nachdem der Film angefangen hat, dass es anscheinend wohl ein Universum gibt, in dem Superheld einen Superhund hat. Aber gut, seien wir ehrlich, es gibt ja mittlerweile so viele Varianten von Superhelden. Wirklich überraschend war das dann auch nicht. Jedenfalls kämpft Krypto mit seinem Herrchen gegen das Unrecht, wie ein guter Superheldenhund das zu tun hat. Nur um dann leider festzustellen, dass sein Herrchen ein bisschen ihn vernachlässigt wegen Lois Lane. Fans wissen, was das bedeutet. Eines kommt zum anderen. Wir lernen noch andere Haustiere kennen, so eine Art von Aussätzigen, nennen wir sie mal. Und dann gibt es noch ein böses Meerschweinchen, das früher mal zu Lex Luthor gehört hat. Und das bekommt orangenes Kryptonit in die Hand. Und dadurch bekommt es Superkräfte, aber auch diese anderen Haustiere. Und das Meerschweinchen ist böse. Und ja, komm, machen wir es kurz. DC League of Super Pets ist halt ja ein weiterer Animationsfilm aus dem Hause Warner, die es ja irgendwie immer wieder versuchen, so mit den Großen mitzuschwimmen, sei es jetzt Universal, Schrägstrich, Illumination oder auch ein bisschen noch DreamWorks vielleicht und natürlich Pixar, aber sie schaffen es nie so richtig. Also klar, man hat die Lego-Filme, die haben auch durchaus überrascht. Es gab auch den Lego-Batman-Film, der auch nicht ohne Schwächen war, aber das kann ich jetzt viel schon mal verraten, dann doch besser als die super Haustiere. Es ist halt einfach ein Animationsfilm, der ganz klares Zielpublikum hat, das ist Kinder. Natürlich werden da unzählige Verweise auf die Filme, auf die Comics und auf unsere heutige Popkultur abgefeuert, aber was denen fehlt, ist meistens der Biss. Bei Batman haben sie es ein bisschen geschafft, der übrigens im Originalton von Keanu Reeves gesprochen wird, ist ja hiermit erwähnt, aber insgesamt ist das für ältere Ritter dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu zahm. Hier und da gibt es bestimmt die ein oder andere lustige Szene, aber ob das ausreicht, um da ins Kino zu gehen, sei mal dahingestellt. Ich für meinen Teil würde sagen, das ist wirklich ein ganz klarer Zielgruppenfilm. Will sagen, ich bin zu alt für diesen Film. Und ich sage jetzt absichtlich nicht, ich bin zu alt für diesen Scheiß, denn nee, also Scheiß ist es auf gar keinen Fall. Der ist animationstechnisch, ist der solide gemacht. Das Voice-Casting ist in der US-Version wahrscheinlich brillant mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Ich habe jetzt die deutsche Fassung gesehen, aber auch da kann ich sagen, ist mir nichts negativ aufgefallen. Und ich hatte das große Glück, dass mit mir im Kino waren auch ein paar Kids und die hatten großen Spaß. Von daher, gönnt euren Kindern ein bisschen Spaß und schickt sie in DC League of Super Pets. Ihr könnt ja derzeit irgendwie ein Eis essen gehen oder irgendwas anderes machen. Oder geht mit, vielleicht habt ihr ja Spaß. Ich für meinen Teil leide schon etwas länger an einer gewissen Superheldenmüdigkeit. Und das führt auch mit dazu, dass es mir relativ wurscht ist, was für Abenteuer der Hund von Superman erlebt. Aber nichtsdestotrotz, es ist definitiv kein schlechter Film. Wenn euch das anspricht, solltet ihr damit echt Spaß haben, vor allem halt eben eure Kinder. Und wie gesagt, gönnt denen was Gutes, gerade im Hochsommer, wenn es heiß ist. Die Kinos sind meistens klimatisiert. Das wäre es von mir. Ich schaue jetzt mal weiter Fernsehen. Hier, Paul. Also ja, ich komme ja schon. Die Tür aufmachen, weil... Ja, danke. Ich dachte, wir treffen uns drüben im Stammtischstudio. Doch nicht. Weißt du, wie warm es draußen ist? Aber ich hatte jetzt halt alles vorbereitet und dachte, naja, ich kann mich doch hier erstmal hinsetzen, oder? Ja, so. Komm. Ach, schön. Schön, dass du es hier... Och, ein schönes Würfelset da. Mensch. Ja. Oh, okay. Was hier so alles rumsteht.
Ja, das ist die Bierdosenpyramide, bitte nicht anfassen. Das ist Kunst. Okay, 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 alles klar, alles klar. Sag mal, kannst du vielleicht erstmal kurz das Radio anmachen? Aber ich sag dir, wenn dann irgendwie im Radio wieder irgendwelche langweiligen Besprechungen zu irgendwelchen aktuellen Kinostarts kommen, raste ich aus, aber gut. Ach, ein bisschen Musik, ja. Hallo, wir besprechen heute den neuesten Film aus Frankreich, Die Magnetischen. Wir, damit meine ich mich, Theresia, und wie ein Magnet ziehe ich auch immer die Kathi an. Hallo Kathi. Hallihallo. Wir besprechen heute eben, wie schon gesagt, Die Magnetischen. Dazu würde ich jetzt kurz aus dem Presseheft den Inhalt zusammenfassen. In einer verschlafenen Kleinstadt betreibt die Clique um den charismatischen Jérôme und seinem introvertierten Bruder Philippe auf einem Dachboden einen Piratensender. Als Marianne mit ihrer kleinen Tochter aus Paris in den Ort zurückzieht, ist es um die Brüder geschehen und beide verlieben sich Hals über Kopf in sie. Mit seiner einnehmenden Art kann Jérôme Marianne schnell für sich gewinnen, während Philippe sich nicht traut, seine Liebe zu zeigen. Er wird zum Militärdienst eingezogen und nach West-Berlin versetzt. Ja, ich finde, wie einnehmender Jérôme finde ich eine sehr schöne Beschreibung für diesen Charakter. Ja, also er war schon immer sehr auffällig, also er war schon echt immer sehr im Vordergrund, das muss man schon sagen. Stimmt, die zwei Brüder sind ja auch irgendwie wie Tag und Nacht. Wie gesagt, der Jérôme halt so, der ist auch der Moderator dann bei ihrem Radiosender, total extrovertiert und liebt es zu feiern und Party zu machen und zu reden und fühlt sich einfach geil. Und dann eben sein Bruder, der so eher der Typ ist, der dann an den Kassetten damals sitzt und das alles eher im Hintergrund macht und sich nichts sagen traut oder nichts sagen will und eher so im Hintergrund bleibt. Und fand ich eigentlich ganz cool. Ich mochte die, vor allem die Schauspieler von den beiden. Ich fand, dass die Chemie zwischen den beiden, die Beziehung eigentlich, dass die eigentlich ziemlich geil war und die tragen den Film schon ziemlich. Ja, das stimmt. Also die Beziehung ist schon sehr speziell, weil der Philippe kümmert sich ja immer um seinen Bruder, wenn er wieder etwas über die Stränge geschlagen hat. Der Philippe ist halt eben der Mann, er beteiligt sich ja selber als quasi der Mann an den Reglern und an den Kassetten, wie der Film spielt in den 80er Jahren. Ja, man merkt, dass er halt so für Musik, für Töne, für Geräusche lebt, weil er dann da experimentiert da. Und immer wenn so diese Szenen sind, dann blüht er auf. Und da war ich enttäuscht, dass es nur so 2, 3 Szenen gab, wo man ihn dabei so erlebt hat, wie der quasi mit den Geräuschen, Musik und so weiter experimentiert und da immer irgendwas zusammenschneidet. Ja, stimmt. Das war schon immer das, wo er dann sogar die Szene eingenommen hat und da im Vordergrund standen ist und sein Bruder in den Hintergrund getreten ist. Und das fand ich auch total faszinierend, wie er da Regler herumherschiebt und Kassetten ein, auslegt, chuck, 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 und immer so. Ja, das ist eine Kunst, die eigentlich ausgestorben ist, weil das macht heutzutage niemand. Also, ja, aber halt also mit einfachen Mitteln. Also das ist auch die Szene, wo es da bei diesem Radiomoderator waren und wo er da dann da die Mikrofone geschwingt hat und dann da die Tasse mit auf die Schallplatte gestellt hat und so weiter und sich da mit Händen und Füßen und allem sich da irgendwie ausgetobt hat. Das war schon echt faszinierend. Und die anderen zuerst so Fragen daneben gestanden sind und dann so, hey, cool, das ist toll, was der macht. Ja, man darf da aber bei dem Film nicht irgendwie jetzt, er wird zwar einzogen in die Armee und er spielt dann auch ein bisschen in seiner Armeezeit und so, aber man darf da jetzt kein Kriegsdrama oder was auch immer erwarten. Der plätschert da eher so vor sich hin, dann so die letzten 20 Minuten da ist dann so richtig, wird das natürlich draufgeschlagen, da geht es dann Schlag auf Schlag, aber ansonsten ist es eigentlich so ein komplett ruhiger Film, der einen eigentlich immer nur begleitet und einfach das zeigt, was, eigentlich ist er so wie der Philippe, komplett ruhig und eigentlich unaufgeregt, bis dann halt am Schluss ein paar Sachen passieren. Und das fand ich eigentlich ganz schön, ich mochte diesen komplett anderen Ansatz an die, also ich meine, das ist halt Kalter Krieg, den komplett anderen Ansatz an dieses ganze Armee-Ding und so, weil er halt dann beim Radio arbeitet und nicht irgendwie an der Front steht oder kämpft oder dort keinen gedrillt oder Liegestützen macht, aber trotzdem dieses, man ist weg von zu Hause, er will eigentlich in die Armee, er will ja auch irgendwie untauglich werden und aber trotzdem ein komplett anderer Ansatz, fand ich echt cool. Und ja, wie gesagt, auch in der Kaserne hüpft er ständig mit Kopfhörern herum, auch beim Tisch abräumen und hört halt Musik, das fand ich schon ziemlich sympathisch. Es waren schon ein paar gute Szenen drinnen. Es ist halt so eine Coming-of-Age-Geschichte, so quasi, dass eben er als Mensch oder auch eben als, ja, vielleicht dann auch DJ dann erstmal seinen Platz oder seine, wie so schön klingt, seine Stimme finden muss, um halt in der Welt gehört zu werden oder sich ausdrücken zu können. Er fängt halt eben an mit der Musik und geht dann vielleicht irgendwann auch in Sprachliche über. Also ist ein komplett unaufgeregter, aber trotzdem schöner Down-to-Earth-Film. Ich kann den empfehlen, wer auf sowas steht. Man darf jetzt natürlich kein Action-Feuerwerk, was auch immer, warten, aber wer sowas Ruhiges
mal schauen will, dem kann ich den Film absolut empfehlen. Ja, wer auch so auf Musik und noch so ein bisschen den Flair der 80er steht, man sieht dann auch nochmal eine gelbe Telefonzelle. Glaube ich, hat gefallen an dem Film, von daher von uns auch eine Empfehlung. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Aha. Okay, ja, kannst jetzt auch erstmal wieder leiser drehen, denke ich. Ja, Gott sei Dank. Ja, wenn ich jetzt einmal hier bin, wollen wir vielleicht was zusammen schauen. Ich meine, dir da bei deinem großen Fernseher da, ich sehe ja, was gibt's denn da so? Ah, wir könnten doch mal hier, es gibt doch was Neues hier bei Disney Plus hier, The Princess oder die Prinzessin. Gab's da nicht erst eine Doku zu? Ja, pass auf. Was du meinst, ist die Doku, die vor ein paar Wochen im Kino kam über Prinzessin Diana, The Princess. Genau, und die ist jetzt schon auf Disney Plus. Nein, 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 pass auf, so. Paul. Pass auf. Ich weiß, das irritiert deinen kleinen Geist, aber es gibt zwei Filme des gleichen Titels, die ungefähr fast simultan rausgekommen sind. Das eine ist The Princess, die Dokumentation, die gibt's im Kino. Das andere ist The Princess, das gibt's auf Disney Plus beziehungsweise auf Star. Und das ist keine Dokumentation, das ist ein Actionfilm. Ich mag Actionfilme sehr gerne, aber The Princess ist halt so ein Ding. Also ich mag die Prämisse ganz gerne. Es ist im Prinzip relativ simpel. Es geht um eine Prinzessin, die erwacht plötzlich und muss feststellen, dass ein böser Prinz sie als Geisel genommen hat, sie und den ganzen Hofstab. Und die Prinzessin ist oben eingesperrt auf dem Turm und muss jetzt nach unten kämpfen, um unter anderem ihr Reich und ihre Familie zu befreien. Ist so ein bisschen wie die Märchenvariante von The Raid oder Dread. Ja, also durchaus einfache, aber effektive Prämisse, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und der Regisseur hat zuvor diesen einen Actionfilm gedreht, Furie, den gibt's auf Netflix. Und einen Hai-Film mit Alicia Silverstone, dessen Titel mir gerade nicht geläufig ist. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ist der Regisseur relativ bekannt dafür, dass er immer gerne starke Frauen ins Zentrum setzt. Und das hat er auch bei The Princess getan. Die Prinzessin wird übrigens gespielt von Joey King. Die kennt man unter anderem aus Wish Upon oder der ersten Staffel Fargo. Ja, und an und für sich ist das ein nettes Konzept, dieser Film, aber wie bei so vielen Konzepten hält das halt keine 90 Minuten. Und ich dachte mir nach 20 Minuten, gut, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen. Und auch wenn der Film oder der Regisseur durchaus ein paar interessante, ja, visuelle Einfälle mit einbringt, das Ganze ist von der Action dann doch einfach mir persönlich dann ein bisschen zu zahm und teilweise auch einfach zu zäh. Und es hat schon so einen gewissen absichtlichen Trash-Faktor. Damit kann man durchaus Spaß haben, aber ich finde, das reicht nicht aus für einen ganzen Spielfilm. Auch wenn ich sagen muss, dass sich Joey King hier wirklich ins Zeug legt, aber boah, sei mir nicht böse, ich muss sie nicht nochmal gucken. Das war jetzt, also guck, du kannst gerne mal bei dir zu Hause reingucken, vielleicht hast du ja mehr Spaß, aber ich für meinen Teil bleib dann lieber bei, ja, den eben erwähnten Berate oder Dread, weil die haben einfach mehr Tinte im Füller, die haben mehr Druck, die haben mehr Kinetik, die ganze, und The Princess ist dann für mich dann einfach doch ein bisschen zu zahm und egal. Ja gut, klang aber erstmal so interessant, was quasi dieses Damsel in Distress Ding umdreht und jetzt sagen, ja, die Prinzessin oder so kann sich halt selber befreien, so nach dem Motto, aber okay, wenn das drumherum dann auch nicht so, beziehungsweise eben dann nicht hält über die Laufzeit, dann sollten wir jetzt vielleicht doch auf was anderes zurückgreifen. Ich guck gerade mal noch hier, was hast du denn hier noch für Filme rumstehen vielleicht? Also den Schrank der besser nicht aufmachen, ne? Also Okay. Hm? Ich hab's schon rumpeln gehört, ich gehe mal lieber noch auf die Seite, okay, vielleicht fällt dir ja auch noch was ein. Sag mal, nicht, dass ich rausgehen will, weil es ist ja echt warm, aber was läuft denn sonst noch im Kino diese Woche? Money Boys. Ich kenne nur Money Ball. Der ist gut mit Brad Pitt, den mag ich. Oh ne, siehst du, und ich kannte vorher nur Money Boy. Das war so ein, aber darüber reden wir nicht. Ja, ja, Swag, ja, der war super. Dreh den Swag genau. Ja, ich weiß nicht, also es ist ein chinesisches Drama. Ein Debütfilm von C.B. Yee. Und also da geht's um einen jungen Mann, der lebt in einer chinesischen Großstadt und verdient dort eben sein Geld als ein sogenannter Moneyboy, also als ein Sexarbeiter, vorrangig im homosexuellen Milieu. Und seine Familie, die
wird dadurch unterstützt oder er hilft seiner Familie damit so ein bisschen durch das Geld. Aber die kann ehrlich gesagt mit diesem ganzen, also mit diesem Milieu und auch mit seiner Sexualität nicht viel anfangen und steht dem Ganzen sehr, sehr ablehnend gegenüber. Und so ja entspinnt sich quasi die Geschichte von ihm und seinen Freunden beziehungsweise von anderen Money Boys, wie gesagt, nicht umsonst die Mehrzahl hier im Titel, ganz andere Richtung als jetzt The Princess, weil es ist wirklich ein Drama, auch ein sehr schmuckloses, beziehungsweise ein glanzloses und auch ein witzloses Paul-Film. ruhevoll und eher so auf Milieuseinblicke getrimmt, als jetzt da eine große, konkrete. Lachst du dir gerade ein Bier auf? Nein, lass dich nicht stören. Als jetzt so eine große Geschichte zu erzählen. Und den fand ich also zumindest in dem 20-minütigen Cold Opener, also das Cold Opener ist wirklich sehr lang von diesem Film, da entspinnt sich so diese Geschichte zwischen ihm und seinem Freund noch auf eine sehr wirkungsvolle und auch stimmige Art und Weise. Und leider verliert es dann so im weiteren Verlauf ein bisschen den Fokus, hatte ich das Gefühl, weil man sich dann so noch verschiedenen anderen Figuren annimmt und dann geht's mehr um das Umfeld, in dem sie leben, das eben sehr homofeindlich geprägt ist und so weiter. Und dann gibt es so verschiedene Spannungen auch innerhalb der Familie. Ich glaube, mein Problem mit dem Film war vor allem, dass dieser Charakter, obwohl er ständig im Mittelpunkt steht, dieser Liang Fei, dass man trotzdem nie so richtig zu ihm durchdringt. Und das ist alles, oder es sind viele Dinge schrecklich, die ihm da geschehen oder die ihm da begegnen. Aber so richtig schafft es der Film irgendwie nicht, die Figur zu öffnen oder den Zuschauer diese Figur wirklich nahe zu bringen. Das stiehlt dem hier und da ein bisschen an Wirkungskraft. Also ich finde, dass das ein Film ist, der sich vor allen Dingen anhand von seinen Figuren und anhand von dem Umfeld dieser Figuren eben entlang hangelt, dabei ganz ruhig inszeniert ist, eine gewisse Kraft aus seinen unaufgeregten Bildern zieht, die auch manchmal so ein bisschen poetisch angehaucht sind und mir dann zum Ende hin, oder anders gesagt, um die authentischen DarstellerInnen und deren Figuren beziehungsweise deren Umgebungen und so weiter einzuführen, da lässt sich der Film ausführlich Zeit, aber aus meiner Sicht hin und wieder zu viel, um eben den Aufwand irgendwie mit emotionalen und tiefgründigen Impact abzuschließen. Ja, jetzt habe ich meine Gedanken beendet. Du scheinst deinen Highscore geknackt zu haben. Nee, aber es ist gerade so schwer. Ich speichere mal hier kurz ab und ja, ich weiß nicht. Also dieser Film, der käme jetzt halt im Kino, aber ich habe den halt auch schon gesehen. Deswegen, vielleicht wäre es was, den könnte man vielleicht den ZuhörerInnen dann bei den Shots im Podcast vielleicht ans Herz legen, wenn sie denn eben auf so eine Art von Film, auf so das asiatische Kino vielleicht stehen. Ja, ansonsten muss ich da auch nochmal überlegen, was ist denn... Also, ich sag's ja immer noch, mich kriegst du heute nur sehr schwierig vor die Tür. Aber im Kino ist es recht angenehm. Im Kino ist es kühl, allerdings, naja, was läuft denn sonst noch? Also ja, eins sage ich dir jetzt schon gleich, ich habe keinen Bock auf Überlebensdrama und keine Lust auf Anime, also da bin ich raus. Okay, ich habe hier gerade noch, zufällig habe ich gesehen, ich habe tatsächlich noch zwei Sprachnachrichten offen. Die eine ist von, ach ja, Dom und Kenny, die wollten noch erzählen, wie sie The Survivor fanden. Und, ach hier, guck mal, sogar Kathi und Till, die haben auch noch was zum Film Sing a Bit of Harmony gemacht. Warte mal, wir hören uns das mal an, ne? Komm. Okay. Filme übers Boxen gibt es jede Menge und auch über den Holocaust einiger, aber über beides zusammen eher weniger. Und damit sprechen wir heute über The Survivor, der am 28.07. hier tatsächlich noch in die Kinos kommt. Wir hatten bereits die Möglichkeit, ihn vorab zu sehen. Und wer sind wir? Zum einen der Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag. Ja, ist recht bei so einem eher deprimierenden Film. Und von mir natürlich dem Dom. Ja, keine leichte Kost. Der Film erschien in den USA, zumindest am Holocaust-Gedenktag, kommt hier jetzt verspätet bei uns raus. Kenny, worum geht's denn eigentlich?
In The Survivor geht es um den Profiboxer Harry Haft, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA lebt. Geboren als Herzog Haft in Polen, erlebte er den Einmarsch der Wehrmacht und wurde 1941 nach Auschwitz deportiert, da er Jude ist. Aufgrund seiner kräftigen Statur wurde er zum Boxer ausgebildet und für Schaukämpfe gegen andere Häftlinge, also auch gegen andere Juden, quasi genötigt. Durch die Deportation wurde er von seiner Freundin Lea getrennt und die möchte er gerne wiederfinden. Und nach den Wirren des Krieges versucht er halt als Profiboxer berühmt zu werden, um die Chance zu erhöhen, dass sie vielleicht auf ihn aufmerksam wird und er sie dadurch wiederfindet. Genau, so kann man es in den Grundfesten zusammenfassen. Ist ja tatsächlich eine wahre Begebenheit. Ich muss gestehen, ich hatte davon ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Ging mir genauso. Also ich habe schon viele Filme über den Zweiten Weltkrieg gesehen, viele Geschichten gelesen, alles Mögliche. Die Story habe ich noch nie in irgendeiner Weise gehört oder gesehen. Ja, es gab mal vor einigen Jahren einen sehr, sehr, sehr unangenehmen Film mit Jeff Goldblum, der auch im KZ war. Der heißt irgendwie Adam Hundesohn. Da spielt er einen Professor, der gezwungen wird, in einer Hundehütte zu leben. Tatsächlich von den Nazis. Sowas hat man natürlich immer wieder gehört. Hier ist es dann natürlich auch noch in Auschwitz gewesen. Aber es ist schon ein sehr besonderes Schicksal in einem auch wirklich eher ungewöhnlichen Film, weil es ist weder das typische Nazi-Drama, noch wirklich ein Sportfilm, sondern in erster Linie eigentlich ein Charakterdrama. Oder wie siehst du das? Ja, das Boxen ist halt quasi einfach nur Mittel zum Zweck, sage ich mal. Das ist halt seine Lebensgrundlage. Und die ist halt bloß, sag mal, ein roter Faden in diesem Film. Prinzipiell geht es ja eigentlich um ihn selbst und seine Geschichten, Erlebnisse, die er quasi in Auschwitz gemacht hat und wie das seinen Charakter geprägt hat, auch nach dem Krieg. Zum Beispiel dann auch später wird er Vater, ne, und auch da hat er mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen und muss darunter leiden, dass er das alles erlebt hat und seine Kinder verstehen es zum Beispiel nicht und auch seine Frau später begreift es nicht so richtig, was er da alles durchgemacht hat, um das zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Ja, er hat ja auch tatsächlich erst sehr spät darüber dann wirklich offen gesprochen. Also er hat es ja dann so kurz vor seinem Tod seinem Sohn anvertraut. Der hat es dann in einem Buch niedergeschrieben, was dann jetzt hier eben auch als Grundlage diente. Besonders ist an diesem Film tatsächlich, dass hier jemand mit auf die Leinwand zurückkehrt, zumindest bei uns auf die Leinwand, der schon wirklich lange nicht mehr dort war, nämlich Barry Levinson. Der hat ja Filme gedreht wie Rain Man, Good Morning Vietnam und ja, hat sich in den letzten Jahren eher so ein bisschen rar gemacht, hatte ja vor einigen Jahren diesen leider wirklich nicht sonderlich gelungenen Rock the Casbah abgeliefert mit Bill Murray. Und jetzt ist er zurück, auch wieder in einem wirklich ernsten Metier und man merkt durchaus, dass das Ganze hier auch ein Stück weit, also inwiefern das jetzt hier wirklich eine persönliche Angelegenheit ist, können wir nicht genau beurteilen, aber Barry Levinson ist ja russisch-stämmiger Jude und hat anscheinend, wie ich das gesehen habe, über seinen Familiennamen eventuell sogar persönliche Verbindungen zu diesem Harry Haft. Das können wir jetzt aber nicht hundertprozentig verifizieren. Und der wird gespielt von Ben Foster, den man ja auch schon kennt. Also ich weiß nicht, kanntest du ihn? Wahrscheinlich ja, schon. Ja, natürlich. Ne? The Messenger, ja. Großartiger Film. Genau, The Messenger oder für mich unvergesslich auch in Todeszug nach Yuma. Und der hat hier halt wirklich eine Tortur auf sich genommen, um wiederum diese Tortur zu spielen. Denn der hat wirklich anscheinend 30 Pfund abgenommen für die Szenen, die halt in Schwarz-Weiß gedreht sind und im Konzentrationslager Auschwitz spielen oder zumindest bei Auschwitz. Und spielt dann ja auch den Harry Haft in allen Lebenslagen hier wirklich. Und das ist wirklich, also für sich genommen ist das echt eine Wahnsinnsleistung. In diesen Boxszenen, besonders am Anfang, da hast du wirklich das Gefühl, da werden halt zwei in den Ring gepackt, die eigentlich nur noch Haut und Knochen sind und dazu gezwungen, gegeneinander zu kämpfen. Und der Verlierer kriegt die Kugel, ne? Ja, es ist ziemlich hart. Stilmittel natürlich, die Rückblenden, alles in Schwarz-Weiß. Ja, genau. Alles, was in der Zeit danach spielt, dann halt in Farbe natürlich. Aber gutes Stilmittel funktioniert sehr gut. Also wir haben ja auch generell eine wirklich hochwertige Besetzung. Also seine spätere Frau spielt Vicky Krieps, die hat man ja auch schon mal gesehen. Vor allem ist mir ins Auge gestochen, wenn auch ein bisschen zwiespältig, Billy Magnussen. Den hat man jetzt auch schon einige Male gesehen, auch im letzten Bond jetzt drin.
Der spielt hier ja einen KZ-Aufseher, der ihn ja entdeckt und dann irgendwie, naja, also durch die Kämpfe bewahrt er den natürlich davor, ins Gras geschickt zu werden, aber der selber ist auch durchaus eine ambivalente Figur. Ich fand den Auftritt auch interessant. Zumindest jetzt hier im O-Ton war es allerdings echt merkwürdig, dass man einen Briten besetzt hat, einen Deutschen zu spielen, der da mit deutschem Akzent Englisch redet. Das war so ein bisschen seltsam. Oder wie fandest du das? Ja, es ist okay. Also ich muss sagen, die Situationen waren eher noch okay. Hm. Anders ist es, wenn irgendwelches Wachpersonal dann plötzlich die Häftlinge auf Englisch anschreit. Ja. Ne? Aber mein Gott, es ist ein Film, irgendwo muss die Realität doch rausgenommen werden. Wir müssen es ja nicht so grausam und schrecklich machen wie möglich. Nee. Damit du auch einen Haufen deutsche Schauspieler noch rankarren müssen. Und ja, es funktioniert. Aber es wird auch regelmäßig zum Beispiel auch Hebräisch geredet. Und wir wussten nicht, was die erzählen. Weil ja, ja. Ich kann kein Hebräisch. Tut mir leid. Nee, aber das ist ja auch nicht, also das hat den Szenen ja auch nicht die Wucht genommen. Insbesondere die Boxszenen fand ich tatsächlich schon sehr eindringlich, wenn auch vielleicht ein bisschen hektisch geschnitten. Ne? Das ist halt immer so ein altes Problem. Das kann man jetzt ja nicht zum Beispiel drehen wie Ryan Coogler bei Creed zum Beispiel. Das wäre vielleicht schöner gewesen, aber ansonsten ordentlich inszeniert, keine Frage. Auch wirklich, also da sind auch wirklich eindringliche Szenen, die auch wirklich an die Nieren gehen. Dabei sehen wir vom eigentlichen KZ selber gar nicht mal so viel, aber ja, das, was der Fantasie überlassen bleibt, beziehungsweise was dann Harry Haft auch in vielen Situationen einfach triggert, obwohl das schon wirklich teilweise Jahrzehnte her ist, für ihn, das nimmt einen schon mit, tatsächlich, ne? Also der Film ist schon irgendwo ein Stück weit auch ein Biopic natürlich, aber auch eine Charakterstudie. Beim Biopic ist es halt so ein bisschen obligatorisch, naja, der muss halt irgendwie auch so ein bisschen, bis vielleicht jetzt auf die frühe Kindheit und so, muss er natürlich einige Lebensstationen von Harry Haft abhaken. Und ist jetzt nicht so, dass sich das jetzt hier irgendwie pflichtschuldig anfühlt, aber ich muss sagen, ich fand den tatsächlich doch um einiges zu lang geraten. Tatsächlich war ja recht lang, das stimmt. Mhm. Geht ja über 2 Stunden, 2 Stunden, 10 Minuten, glaube ich, ungefähr. Ja. Ja, ist schwierig. Ich meine, es war notwendig, glaube ich, um die Spannung aufzubauen, um die vielen Rückblenden einbauen zu können, um zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Mhm. Trotz dessen sind manche Szenen sogar relativ kurz gehalten, manche Kämpfe sind relativ kurz gehalten. Ja. Man könnte jetzt meinen, der große Kampf gegen Rocky Marciano geht jetzt irgendwie eine halbe Stunde wie in anderen, aber weil das ja nicht der Hauptplot des Films ist, fällt das zum Beispiel relativ kurz aus. Ja. Dafür nimmt man aber sich dann am Ende zum Beispiel sehr viel Zeit für das Ende, wo man, ich denke, der Film könnte jetzt vorbei sein, hat man doch ein relativ langgezogenes Ende, was aber auch sehr emotional und tief ist und auch ziemlich an die Nieren geht. Hätte man das kürzer gemacht, weiß ich nicht, ob es dann die gleiche Wirkung gehabt hätte. Ich fand das Ende an sich tatsächlich sehr schön. Es hat was sehr Versöhnliches für diesen doch eher wirklich nüchternen Film. Dazu auch mal ein kleines Kompliment an Hans Zimmer. Also der hat ja schon die Musik zu Rain Man damals gemacht. Und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so einen angenehm zurückhaltenden Score von ihm gehört. Weil wenn man jetzt überlegt, der hat selbst bei 12 Years a Slave manchmal Sachen rausgehauen, wo du dir dachtest, das ist ja jetzt hier in einem neuen Superheldenfilm. Und hier hat es wirklich für mich gut funktioniert. Es passte sehr, sehr zurückhaltend und doch effektiv. Ja, also das Highlight des Ganzen ist Ben Foster in dieser Rolle. Was halt schade ist, dass der Film in den USA eben nur im Fernsehen lief oder eben auf HBO Max. Und ja, dafür kann er allenfalls für einen Golden Globe nominiert werden oder hätte für einen Golden Globe nominiert werden können. Oder bei den Emmys war er auch dabei. Aber ja, das hat Ben Foster halt dann irgendwie auch die Möglichkeit genommen, da noch vielleicht ein bisschen höher hinauszukommen. Und das ist jammerschade, weil der Mann ist für mich, ehrlich gesagt, seit Jahren unterschätzt eigentlich. Und das hier ist wirklich eine bockstarke Leistung von ihm. Also in manchen Szenen erinnert er mich wirklich schon fast an den Robert De Niro tatsächlich. Er spielt das wirklich verdammt gut, gebe ich dir recht. Allerdings, der Film selbst sieht optisch nicht ganz so gut aus. Also viele Szenen sehen wirklich aus wie Kulissen. Muss ich sagen, so plastisch. Und ich glaube, das hätte gefehlt, damit er auf der großen Liga hätte austeilen können. Schauspielerisch auf jeden Fall absolute große Leistung. Auch Soundtrack, wie du schon gesagt hast, nie zu aufgesetzt, immer passend. Mhm. Aber
irgendwie, es fehlt so eine Mühe von der Optik, dass ich es richtig, richtig ernst nehme. Der wird auch in Deutschland hier im Kino, also ich finde es bemerkenswert, dass der überhaupt ins Kino kommt. Ich hätte wirklich gedacht, dass der einfach nur auf Sky landet. Aber ja, er wird wahrscheinlich ziemlich untergehen, was ein bisschen schade ist. Ob man den jetzt im Kino sehen muss, sei mal dahingestellt. Aber ich kann den insgesamt durchaus empfehlen, wenn man für die Thematik empfänglich ist. Der geht aber teilweise wirklich ganz schön an die Nieren und ist auch wirklich sehr lang. Also mitunter hatte ich so den Gedanken, ist das eine zusammengepresste HBO-Miniserie eigentlich so ein bisschen. Da macht sich dann auch bemerkbar, dass die Drehbuchautorin vorher größtenteils fürs Fernsehen gearbeitet hat. Aber alles in allem, schön mal wieder einen Film von Barry Levinson zu sehen, der auch wirklich gut ist, kann ich definitiv empfehlen. Bin ich bei dir. Ebenfalls von mir eine große Empfehlung. Ein tolles Biopic, was aber an die Nieren geht. Aber das muss es vielleicht auch bei dieser Thematik. Natürlich. Alles klar. Kenny, war wieder sehr schön. Gerne wieder. Ansonsten viel Spaß bei den weiteren Kritiken. Wir sagen ciao, ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Sing a Bit of Harmony. Mein Name ist Kathi und mit mir dabei ist heute liebe Kenny. Hallihallo. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag. Wir haben, wie gesagt, den Film Sing a Bit of Harmony, ein Anime, vorab sehen können. Und zwar geht es da um eine humanoide KI, die in eine Schule eingeschleust wird als Feldversuch und sich dort dann mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern anfreundet. Das Ganze spielt in einem sehr, sehr, sehr modernen Setting eigentlich in diesem Ort. Also alles mit künstlicher Intelligenz und alles ist irgendwie Smart Home, bla bla bla. Würden dir diese Welt gefallen? Man nimmt das erstmal so an und so hin. Man weiß ja, worum es dann geht. Es geht um Thema KI und ich habe ja schon andere Filme zu dem Thema gesehen. Da wurde es ja ähnlich gemacht. Da hat man so eine bisschen modernere Welt, wo Technologien, die man heute schon kennt, einfach ein bisschen verfeinert wurden und weiter ausgebaut wurden. Und schon hat man da dieses Endergebnis. Auf prinzipiell war das eine schöne Welt. Ja, finde ich auch. Alles schon ein bisschen creepy, aber auch eigentlich sehr cool, so vom Worldbuilding her, finde ich auch. Dann zu den Charakteren. Ich meine, es gibt halt diese typische Highschool-Clique, würde ich jetzt damals sagen. Also es gibt den Nerd und dann irgendwie die Streberin oder die Oberpätze, wie sie sie nennen. Das finde ich keine Überraschungen da in dieser Welt. Du hast wirklich so 5 Charaktere, die eigentlich jetzt nicht zusammen harmonieren würden. Die wären eigentlich also keine Clique, aber genau die Truppe wird zu einer Clique. Durch die Umstände. Genau, aber das ist auch nichts Neues, dass sich dann die, was sich eigentlich nicht vertragen, auf einmal alle zusammenkommen und doch für das Gute kämpfen. Natürlich. Die Welt ist schön, wissen wir doch. Genau, ja. Was der Film nicht wirklich anspricht, doch irgendwie ist dann, wer trägt die Konsequenzen von dieser KI, weil die Mutter der Hauptcharakterin, die hat eigentlich diese KI entworfen. Und wenn dann Sachen schiefgehen, wer trägt die Konsequenzen? Dafür ist dann die... Kann man die KI dafür verantwortlich machen oder dann doch eher die Leute dahinter? Das greift der Film leider nicht allzu stark auf, aber immer beim Rande ein bisschen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass auch das hier ein bisschen behandelt wird. Was mich gestört hat, vor allem war, ich finde, die Motivationen bzw. die Konsequenzen in dieser ganzen Welt jetzt nicht so ganz klar waren. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum dieser Boss von dieser Firma eben, die diese KI entwickelt hat, der will das auch irgendwie alles abdrehen und will eigentlich gar nicht, dass diese KI da entsteht oder so. Und ich habe nie ganz herausgefunden, warum. Und die ganzen Konsequenzen jetzt dafür, dass sie das gemacht haben und so, das waren mir auch nicht ganz klar. Ich weiß nicht, nur mir oder sind da auch so gegangen? Ich glaube, da war eher der Hauptgrund darzustellen, dass der Typ einfach ein Sexist ist und ich will, dass eine Frau erfolgreich ist mit ihrem Projekt. Wenn das der Grund war, dann hätten sie auf das auch mehr eingehen können. Weil klar, es wird am Rande auch so erwähnt, aber jetzt nichts, was irgendwie dazu beiträgt, irgendwie ein Verständnis für diesen Charakter zu bekommen und zu verstehen, warum jetzt diese Sachen passieren, die hier eigentlich passieren. Tatsächlich ist das ja eine Schwäche des Films, obwohl es ist ja ein schöner Film, muss ich sagen, es ist ein Feel-Good-Movie, aber er hat ein paar Schwächen. Eine der Schwächen ist halt, dass das Fehlen von Details, beziehungsweise Logikfehler. Ich meine, wir haben da eine KI, die alle möglichen sensorischen Fähigkeiten hat, die sich mit allem vernetzen kann. Und die Schaffer dieser KI beschäftigen sich ja damit, die werten die ganzen Daten ja aus. Aber scheinbar gucken die sich niemals Videomaterial an oder gucken sich dieses Live-Videomaterial, was diese KI macht, während sie am Tag in der Schule ist. Was die ja auch wissen, die schicken die ja jeden früh in die Schule. Ja gut, aber dafür haben sie ja doch die Erklärung. Da gab es ja dieses manipulierte Videomaterial, dafür gibt es ja schon eine Erklärung innerhalb des Films, warum sie das nicht wissen. Das ist, auch wenn ich das alles ein bisschen an den Haaren herbeizogen finde, aber an sich liefert der Film mir dafür schon eine Erklärung. Trotzdem, irgendwie merkwürdig. Ich habe keine Ahnung. Die sitzen, wenn du in diesem Labor bist, siehst du immer nur die Leute vor irgendwelchen Diagrammen und Tabellen sitzen. Du siehst nie, wie die irgendwie Videomaterial auswerten oder Audiomaterial von den Gesprächen oder so.
ins Detail gehen, weil es geht ja darum, ist eine KI, die menschlich sein soll und wir gucken uns aber bloß Tabellen an. Ich weiß, was du meinst. Ja, da liefert der Film an sich also ich will sagen, plausibel gegangen, aber ich meine, der spricht es zumindest an, aber ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ja, das finde ich, ist auch, wie gesagt, die größte Schwäche in diesem Film eben, dass es, wie gesagt, ich finde die Charaktere ein bisschen zu flach und das alles manchmal nicht ganz so homogen, wie es sein könnte. Ja. Aber es ist ein Feel-Good-Movie. Wenn die ganzen Details drinne wären, wäre das Ganze sicherlich ein bisschen grausamer und langweiliger und trockener. Ja, wahrscheinlich. Und wenn du das dann rausnimmst, hast du einen etwas positiveren Film, mit dem du mit einem guten Gefühl am Ende aus dem Film rausgehst. Ich glaube, wer auf Animes steht und das mag, kann den getrost schauen. Ist vielleicht auch ein guter Einstieg, weil er nicht ganz so, ich meine, klar, er hat seine typischen Anime-Momente, aber er ist nicht ganz so übertragen wie andere Animes, die ich schon gesehen habe. Aber an sich kann ich dafür, glaube ich, auch eine Empfehlung aussprechen. Ja, es ist ein schöner Film zum Thema KI, aber es geht nicht so tief in das Thema KI ein. Da gibt es andere, bessere Alternativen, die wir alle kennen. In dem Sinne, viel Spaß dabei. Genau, dann viel Spaß und auch viel Spaß noch bei den nächsten Besprechungen. Danke an dich nochmal, Kenny, und ciao, ciao. Tschüss. Ich glaube, ja. die eignen sich schon so gut für die Shots-Ausgabe. Die können wir dann, wenn wir das später machen, ruhig mit reintun. Ja, durchaus. Ich nehme das gleich mal. Aber weißt du, ganz ehrlich, wie ich schon sagte, Anime ist überhaupt nicht meins. Überlebensdrama, das habe ich hier in meiner Bude gerade selbst, ja, bei der Hitze. Da muss ich nicht ins Kino. Also. Extra Lob für Kati. Und überhaupt, was waren das für Voicemails? Alles über 2 Minuten. Voicemail ist ein Podcast. Ja, die machen immer so lang. Das ist schlimm. Gibt da ständig solche Nachrichten. Ja, das ist halt, das liegt im Podcast-Gen. Aber was machen wir denn jetzt, du? Jetzt bin ich schon lange hier und wir haben immer noch. Ich muss ja sagen, deine Idee ins Kino zu gehen, weil das klimatisiert ist, gefällt mir ganz gut, weil hier ist es mittlerweile heiß wie im Brutkasten, ja. Wir hatten jetzt schon so viel. Wir hatten jetzt Action auf Disney Plus, wir hatten ganz viel Drama und wir hatten jetzt ein Anime. Haben wir eigentlich noch irgendwas, worauf ich ja Bock hätte, so ein bisschen was mehr? Horror? Horror? Ernsthaft? Am besten irgendwas Nordisches, was nicht so heiß ist, verstehst du? Zum Abkühlen. Das ist gut. Ja, und vielleicht wird es uns bei einem Horrorfilm auch mal eiskalt den Rücken runterlaufen, dann wird man zumindest so ein bisschen. Ja, komm, lass mal hier, von einem Film hatte ich noch gehört, Hatching. Mhm. Der lief, ja? der lief, glaube ich, diese Woche. Ja, komm, lass den einfach schnell schauen. Vielleicht finden wir um die Ecke gleich irgendwo ein Kino oder so. Ja, warte kurz. Und ein Taxi zum Kinopalast, ganz genau. Chef Andi zahlt, wie immer. Alles klar, tschüss. Taxi kommt in 5 Minuten. Das Kino war da drüben. 90 Minuten später. Davon wohne ich. Oi, okay. Und ich dachte, in so einer Hühnerfarm geht's heiß her. Meine Güte, das war. Also, es war anders als erwartet, oder? Ja, also ich hatte eigentlich gar keine großen Erwartungen, weil ich bei dem Film sehr, sehr, bis auf dieses eine sehr zentrale Handlungselement, dieses große Ei, hatte ich noch gar nichts von dem Film weiter im Blick. Ich weiß nicht, kannst du das nochmal so richtig zusammenfassen, ob ich das jetzt alles noch zusammenkriege? Naja, also wenn man es ganz grob zusammenfasst, geht es einfach darum, ein junges Mädchen, ich würde sagen, sie ist so zur Schwelle zur Teenagerschaft, findet im Wald ein Ei und nimmt das mit nach Hause und dort wird das Ei plötzlich ganz groß und aus dem Ei schlüpft dann eine Kreatur und die beiden bauen eine Art Vertrauensverhältnis an, auf. So ist es richtig. Also schon so eine Art Mutter-Kind-Beziehung, was dann auch wieder ganz interessant ist, weil die Mutter dieses Mädchens ist so eine, ich würde sagen, Family-Influencerin, die also der ganzen Welt via YouTube und Instagram mitteilt, wie toll und perfekt ihre Familie ist. Ne? Also ich finde schon, der Film ist, also er hat jetzt keine großen Geheimnisse, also alleine war ich verwundert, wie schnell einfach offenbart wird, was in diesem Ei drin ist oder was da rausschlüpft. Das dauert ja wirklich nicht lange. Das ist ja kein zentraler Punkt des Films, dass er irgendwie Spannung aufbauen möchte und damit man rätselt, was kommt aus diesem Ei raus. Das wird relativ schnell offenbart und der Film ist sich auch nicht zu schade zu sagen, pass auf, das ist unsere Kreatur und die sieht auch ein bisschen,
ja, nicht seltsam aus, aber sie hat was Märchenhaftes, würde ich fast schon sagen. Ich fand irgendwie diese Kreatur von ihrem Aussehen her war irgendwie somit das, in Anführungszeichen, Natürlichste in diesem ganzen wirklich sehr sauberen und makellosen Setting da. Der Film nimmt sich ja auch überhaupt nicht viel Zeit, da irgendwie groß einzuführen, sondern innerhalb der ersten Minuten bringt er schon dieses makellose Bild von dieser, also es war wirklich am Anfang wie eine Werbevideo-Ästhetik, auch aus dieser Vlog-Perspektive, und dann dringt da halt so ein Vogel ein und stellt das dann erstmal so ein bisschen auf den Kopf, und ich fand dieses Wesen da auf eine seltsame Art und Weise irgendwie das Natürlichste, obwohl es eben so rein von sich selbst nicht natürlich war, aber das war so dreckig und das hat mal von dieser Oberfläche, also bei dem hatte ich das Gefühl, da sehe ich mehr als jetzt bei all den Sachen oder bei dieser Einrichtung. Das hat mehr Leben als alles, was diese Familie da umgibt. Ja, es hatte sowas so, ich nenne es mal, die Natürlichkeit ist so der Eindringling, die sich so geheim, also im Geheimen einnistet, bis es einfach unumgänglich ist, dass man sie bemerkt und dann dieser Wandlungsprozess halt vonstatten geht. Und ich finde, dass der Film, es ist so ein, wie heißt es schon, Elevated Horror Film. Ja, der hat natürlich eine klare Aussage. Ich finde aber nicht, dass es ein Film ist, der dir jetzt viel Spielraum für Interpretationen gibt. Ich finde, dass der schon sehr klar ausformuliert, was er jetzt von dir will oder was er für eine Aussage hat. Ich war dennoch halt überrascht, wie teilweise drastisch er zu Werke geht. Er hat wirklich ein paar sehr heftige Szenen. Er wandelt auch irgendwann sehr klar auf der Linie des Body Horrors, was mir relativ gut gefallen hat. Er hatte auch immer wieder wirklich ein paar sehr starke Szenen, die mich emotional auch gepackt haben. Zum Beispiel, es gibt so eine, ich sag mal, einen Ausraster der Mutter in einem Auto. Das war eine sehr starke Szene für mich. Aber irgendwie, so gut ich den Film fand, es fehlt dann doch so das letzte bisschen, dass er mich wirklich komplett begeistert. Es war, wie ich fand, ein guter Film. Wer was fürs Genre übrig hat, wer vor allem auch mal, also wer auf diesen Elevated Horror steht, wer solche Filme gerne guckt, wie zum Beispiel, ich finde, Lamb kann man durchaus ein bisschen mit dem vergleichen. Der hat, glaube ich, mit Hatching eine wirklich gute Zeit. Man muss aber, wie gesagt, mal ganz klar sagen, Leute oder Zuschauer, Zuschauerinnen, die dem Kunstblut eher abgeneigt sind, die müssten dann vielleicht doch ein paar Mal die Hand vor Augen halten. Das alles, was hier gezeigt wird, auch diese ganze Familie, das ist, und die Charaktere, das ist halt alles sehr schablonenhaft und teilweise natürlich auch gewollt und so überspitzt. Und also diese Familie, dysfunktionale Familie, die ist wirklich auf ihrer Art, eigene Art und Weise schon irgendwie gruselig. Also es ist jetzt kein Film, der sich so auf seine Charaktere stürzt. Natürlich kann man dann all das, was um sie, um die Hauptperson herum geschieht und diese ganzen Situationen, in die sie ist ja nebenbei Turnerin und gerät da auch, also beziehungsweise wird da von ihrer Mutter auch sehr stark unter Druck gesetzt. Und das lässt sich dann ja schon hier und da dann natürlich auch bildlich übertragen. Trotzdem bleibt es halt wirklich so, ja, eben schablonenhaft, und es ist jetzt nichts, was mich jetzt allein von den Figuren her oder so packen würde. Was ich halt ganz interessant fand und durchaus auch stark, ist halt einfach, dass der Film zeigt, dass dieses Mädchen durchaus fähig ist, ihrem Kind, also dieser Kreatur, Liebe zu geben, obwohl sie selbst von ihrer Mutter diese, ich nenne es mal, wahre Liebe gar nicht mehr empfängt. Weil die Mutter ja wirklich komplett nur noch auf Karriere, Influenzen und was ich aus ist. Und also dieses Bild der perfekten Familie halt aufrechterhalten möchte. Und das ist natürlich, wie du sagst, diese Figuren sind, ja, ganz ehrlich, Google Influencer Family und du wirst garantiert ein Bild aus dieser Familie finden. Garantiert. Ja, natürlich, also, aber ich meine, das sind ja dann trotzdem, also hinter diesen Menschen stecken ja Menschen und stecken Figuren dahin. Und das ist halt wirklich, das bleibt hier halt so wirklich von diesem Bild, was man dann eben vor Augen sehen würde, da bleibt es ungefähr. Also da wird nicht wirklich mehr dahinter. Ja. Und ich finde es in einer Hinsicht auch schade, weil sie da eine Chance vertan haben. Nämlich, ich finde, dass der Film, glaube ich, besser gewirkt hätte, wenn wir mehr die Perspektive von der Tochter eingenommen hätten. Ja. Aber so hatte ich mehr das Gefühl, das ist so ein, wir sind so das göttliche Auge, wir sehen halt einfach alles, was da abgeht. Wir sehen alles, ja. Aber wenn wir ein bisschen den,
ich sag mal, subjektiveren Blick der Tochter gehabt hätten, ich glaube, dann hätte mich das auch ein bisschen mehr gepackt. So muss ich sagen, Hatching ist letztlich für mich doch ein guter, empfehlenswerter Horrorfilm, wenn man mit diesem Genre etwas anfangen kann und wenn einem es nicht abschreckt, dass es da geht, darum geht, dass ein Mädchen ein Ei ausbrütet und daraus schlüpft eine Kreatur. Ist das ein wirklich guter Film, aber auch kein Film, der jetzt innerhalb der nächsten 6 Monate noch irgendwie weiter Eindruck auf mich schinden wird. Nee, aber der besonders für mich zumindest auch den Grusel oder so ein Horror durch so eine bestimmte Weirdness oder durch so eine bestimmte Verstörung, weil diese Szenen, das wirkt auf der einen Seite alles so fake und so unnatürlich und dann auch so seltsam, also dem wohnt irgendwie eine ganz große Seltsamkeit inne, sodass man da schon irgendwie so eine ungemütliche Atmosphäre hat, die, auch wenn der Film nicht lang geht, so um die 90 Minuten, ja doch, also ich finde, man spürt das schon, ja. Gut. Ja, bitte nicht die Bierdosenpyramide anfassen, ja? Danke. Ja, ich dachte, ich kann mich da hinsetzen. Deswegen habe ich. So, jetzt muss ich aber noch mal. Ach, guck mal. Chef Andi hat gerade was in die Chefetage gepostet. Warum zum Teufel bin ich eigentlich immer noch in dieser komischen Discord-Gruppe? Guck mal, das ist sogar was. Das geht sogar 9 Minuten. Was ist denn das? Ist mir egal. Der perfekte Chef. Okay, das möchte ich hören. Ja, komm, wir hören das mal an. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Der perfekte Boss. Ich bin ja irgendwie Chefredakteur des Telestammtischs und vielleicht ist das genau mein Film, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich freue mich trotzdem sehr, ihn heute nicht alleine besprechen zu müssen. Hi, Lida. Hallo. Der perfekte Boss kommt jetzt ins Kino und geht auch immerhin 2 Stunden. Ganz schönes Ding. Also habe ich gar nicht gedacht, als ich da vorab den Trailer gesehen habe. Erzähl mal, worum geht's denn? Es geht um einen perfekten Boss, zumindest nach außen hin perfekt. Man könnte mehr sagen, der Boss mit der perfekten Fassade, der gespielt wird von Javier Bardem, der dafür auch für einen Goya nominiert wurde. Und das ist nicht der einzige Goya. Dieser Film hatte mehr von diesem spanischen Filmpreis, der als der renommierteste des Landes geht. Mehr Nominierungen als je irgendeine spanische Produktion zuvor. Nicht nur für die Hauptrolle, sondern auch für das Drehbuch. Und das handelt eben von diesem Leiter einer Wagenfabrik, ein Traditionsunternehmen, das aber durch eine Reihe von Mitarbeiterproblemen ins Schlingern gerät. Und da hat auch der Boss einiges zu tun, seine eigenen Affären mit jungen Praktikantinnen geheim zu halten, einen protestierenden Arbeiter, der gefeuert wurde, im Schach zu halten und dann noch seinen mit Eheproblemen kämpfenden Kollegen und alten Jugendfreund zu trösten. Das geht also alles ganz schön aus dem Gleichgewicht in der Wagenfabrik. Ja, ne, das ist irgendwie so der Verlauf des Chefseins von ihm, von der Javier Bardem gespielten Figur. Wir folgen der so kapitelweise, das sind dann die jeweiligen Tage einer Woche oder ich glaube es sind 1,5 oder 2 Wochen oder so, der wir dann da letztlich folgen. Und das hat auch zum Teil so ein bisschen mafiöse Strukturen. Er legt auch recht viel Wert drauf, seine Mitarbeiter oder seinen Unternehmens- und Führungsstil immer als Familie zu bezeichnen, mit allem, was da im Positiven wie Negativen vielleicht dazugehört. Und ob das immer so sinnvoll ist und immer so glücklich ist und ob er da vielleicht nicht ein bisschen ein verqueres Familienbild auch hat. Das sind so Fragen, die da unter Umständen aufgeworfen werden. Und meines Erachtens selbst gibt es über den Film vielleicht eine sehr gute Sache zu erwähnen. Das finde ich ist persönlich Javier Bardem selbst. Er hier als Protagonist, als zentrale Figur, spielt hier diesen Chef und ich finde, ich selbst habe ihn in diesen Facetten so der Form noch nicht gesehen. Ich kenne Bardem jetzt eher so ein bisschen als den nachdenklichen, schon in Teilen melancholischen Figuren spielenden Schauspieler. Aber jetzt hier so ein bisschen ja auch deutlich besser situierte Figur, die auch ja als diesen Chef, wie man ihn sich vielleicht, diesen alten weißen Mann auch ein Stück weit vorstellt, in so einer Rolle habe ich ihn noch nicht gesehen. Kanntest du ihn schon in vergleichbaren Rollen?
Nicht wirklich. Man darf ja auch wirklich sagen, dass er hier Mut hat zur Veränderung. Er sieht deutlich älter aus, als er eigentlich ist und hat dieses Schmierige, dieses Joviale solcher Cheffiguren, die eine leicht väterlich altbackene Art haben und dabei auch ein oft übergriffiges Verhältnis, gerade gegenüber jüngeren Frauen, perfekt drauf. Mein Problem war so ein bisschen, wie der Film damit umgeht. Denn es soll zwar eine Satire sein, die auch kritische Ansätze hat, die aber doch, zumindest nach meinem Auffassen, deutlich mit dieser Figur sympathisiert und da auch in der Darstellung der Nebenfiguren einiges an für mich mehr als fragwürdigen Perspektiven aufbringt. Insbesondere, wenn es so dargestellt wird, dass jüngere Frauen, mit denen der Chef sexuelle Verhältnisse hat, sich an ihn ranmachen, wobei die Realität der Arbeitswelt ja sexuelle Belästigung ist. Und der Film hier dieses Narrativ, das weit verbreitet ist, beibehält, dass Frauen ihren Charme spielen lassen, um sich buchstäblich hier nach oben zu schlafen und dann im Nachhinein vielleicht noch den Mann, den sie verführt haben, der sexuellen Belästigung beschuldigen oder drohen, ihn zu beschuldigen, dass das System also für die Frauen und gegen die Männer arbeiten würde, obwohl es in der Realität eben genau umgekehrt ist. Absolut. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es könnte durchaus auch sein, dass es ein sehr positiver Einfluss auf mich ist oder einfach, weil es so extrem offensichtlich ist. Aber was hier an letztlich an Frauenfiguren geboten wird und wie die sich verhalten, finde ich absolut, also unangemessen. Wir haben letztlich zwei Frauenfiguren, die hier erwähnenswert sind. Das ist zum einen die Ehefrau des Protagonisten, die muss eigentlich nichts machen als Stichworte geben und hin und wieder mal irgendwie, ja, nett lächeln, also da sein, sie hat sonst nichts zu tun. Und dann haben wir natürlich noch diese Praktikantin, mit der dann eben auch diese sexuelle Beziehung eingegangen wird. Und gerade wie sie sich verhält, finde ich absolut unglaubwürdig. Sie ist zu Beginn scheinbar so ein bisschen interessant, kann so auch rhetorisch ganz gut ihm kontern und scheint eine smarte Person zu sein. Dann gibt es dieses One-Night-Stand und plötzlich ist sie in ihn verliebt und Herrgott, das habe ich auf gar keinen Fall vermutet. Ich habe die als deutlich einfach smarter und moderner und intelligenter eingeschätzt und dann gibt es ja diesen "Oh, ich bin in dich verliebt, sind wir jetzt zusammen" Moment und die darauf folgenden Reaktionen der anderen Figuren, das fand ich so unglaubwürdig, so schlecht einfach. Also das scheint mir so ein bisschen, als ob die Figuren hier einfach so geschrieben worden sind, um halt jetzt diese vorhersehbare Situation zu erzeugen. Aber das war alles andere als glaubhaft oder gar gut. Sehr richtig. Und das ist nicht die einzige Situation. Schauen wir uns mal eine nächste Figur, nämlich den protestierenden Arbeiter, der gekündigt worden ist und jetzt dem Boss auch vorhält, dass seiner Familie die Verelendung droht und die Kinder nichts zu essen haben werden und keine Hobbys mehr ausleben können und so weiter. Dieses sehr reale Elend, insbesondere in Form von dem krassen Einfluss auf die Ausbildung der Kinder oder die soziale Teilhabe von Kindern aus verarmenden Familien, wird hier einfach nur karikiert und als übertrieben und lächerliche Krawallmacher dargestellt. Der Film führt diese Figur des protestierenden Arbeiters eindeutig vor und Sympathie für die Situation dieser Figur, die niemals über den Protestschildträger hinaus dargestellt wird. Wir sehen nicht, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Wir sehen nicht, wie er vielleicht kein Geld hat oder unter der Arbeitslosigkeit leidet. Die wird hier eindeutig vorgeführt und der Protest einfach nur als eine Art wehleidiges Mimimimi, was völlig unbegründet sei, dargestellt. Also hier hat der Film also deutlich eine imperialistisch-kapitalistisch-konservative Position und sympathisiert mit den Firmenleitern, mit den führenden Chefpositionen, die alle in der unteren Oberschicht, oberen Mittelschicht angesiedelt sind. Auch wenn dann am Ende in den letzten Sätzen verschiedene Figuren nochmal kurz offiziell einem Komitee vorgestellt werden und damit so Aspekte wie natürlich die Meinung der Frau und der Unternehmensführung oder eben auch kulturelle Vielfalt da irgendwie zumindest thematisiert werden, wirkt es bestenfalls wie ein schlechter Witz und nicht mal ein Meta. Dafür hat der Film auf dem Weg dahin da irgendwie nicht die richtigen Abzweigungen gefunden, wie ich finde. Und um vielleicht dann da irgendwie, habe ich das Gefühl, jetzt auch alles gesagt zu haben zu dem Bereich, möchte ich zumindest nochmal positiv erwähnen, dass neben Bardem so insgesamt es ein Film ist, dem ich jetzt handwerklich nicht viel vorwerfen kann. Also der hat vermutlich jetzt kein sonderlich großes Budget gehabt, aber auch irgendwie nicht gebraucht. Es spielt viel in geschlossenen Räumen, viel auch immer in denselben Räumen. Wir haben natürlich diese Fabrik, die man jetzt hier irgendwo herbekommen. Da werden halt diese Wagen produziert und so. Aber das wird jetzt vermutlich kein Film gewesen sein, in dem besonders viel Geld geflossen ist. Dann hätte vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Geld ins Drehbuch selbst fließen können. Ich weiß nicht, ob es so ein Skriptdoktor oder zumindest Leute, die sich halt so ein bisschen mit modernen Geschichten erzählen, auskennen, ob die da nicht
vielleicht auch eine ganz gute Beratungsfunktion gehabt hätten, ob die nicht gut gewesen wären für den Film. Sicherlich, aber dafür ist der Regisseur, eben Leon de Aranoa, sicher nicht der Mann. Er macht eher seine eigenen Projekte als Director, Writer, Produzent, alles zusammen. Und da darf ihm sozusagen niemand ins Handwerk schauen. Und ich denke, es sagt auch sehr viel über die spanische Gesellschaft, die ja mit ihrem eigenen konservativen, um nicht zu sagen neofaschistischen Erbe kämpft. Sehr viel aus, dass dieser Film so viele Preisnominierungen zumindest bekommen hat, dass das definitiv ein Vibe trifft, dieser Neokonservatismus, der da angeprangert oder der da ausgestrahlt wird. Leider nicht angeprangert, sondern ausgestrahlt. Ich habe dann auch nicht mehr wirklich viel zu sagen als das, was ich gesagt habe, das sich in vielen kleineren Elementen im Film auch noch zeigt. Aber die müssen wir gar nicht alle detailliert jetzt hier auseinandernehmen. Ihr könnt euch den Film ja anschauen, wenn ihr wollt, und euer eigenes Urteil fällen. Und Urteil fällen ist genau das Stichwort, das wir in dem Fall vielleicht auch noch kurz tun werden. Ich möchte mein Kurzfazit anschließen. Das ist ein Film, den schaut man sich an, wenn man wieder Bardem in einer anderen Rolle sehen möchte, wenn man Fan des Schauspielers ist. Ansonsten sehe ich nicht viel Notwendigkeit, den Film zu schauen. Der ist nicht lustig. Ganz im Gegenteil, hier steht überall, als wäre eine Komödie, aka ein Drama. Aber das wäre auch nichts, was ich für einen Pärchenabend oder zur leichten Unterhaltung empfehlen würde. Ich kann diese Nominierung für diesen Preis, den du genannt hattest, nicht nachvollziehen. Zumindest, wenn es sich vom Hauptdarsteller mal ab, also die anderen Kategorien halt. Und würde diesen Film deswegen gern sang- und klanglos irgendwo verschwinden lassen. Das dazu mein Kurzfazit. Wie sieht's bei dir aus? Ich schließe mich da an. Wenn dieser Film möglichst wenig Geld einnimmt, wäre das auch in meinem Sinne. Interessant wäre es höchstens aus einer analytischen Perspektive, um zu sehen, wie sich konservative Propaganda als Satire maskiert. Alles klar, liebe Lila, dann danke ich dir vielmals und hoffe, dass unsere nächste Besprechung sich einem deutlich besseren Film widmet. Danke, ciao. Tschüss. Okay, dann wissen wir ja jetzt grob Bescheid, was diese Woche so im Kino läuft. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit irgendwie hier verplempert. Ich habe inzwischen zeitlich mal ein paar Notizen gemacht. Ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich mit der Shots-Ausgabe anfangen, oder? Können wir gerne machen, aber lass uns irgendwie einen Einstieg machen, dass wir ein bisschen den Chef veräppeln. Also irgendwie, dass wir uns machen, lass uns einen Cold Open machen. Irgendwie sowas, wir machen uns jetzt lustig über unseren Chef. Weißt du, da können wir halt sagen, so, voll lustig. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Okay. Aber ich habe die Besprechung jetzt wahrscheinlich ans Ende gesetzt, also. Ja, gut. Planungstechnisch bist du jetzt auch keine Eins, ne? So. Dann lass jetzt anfangen. Wer moderiert? Du, ich. Können wir nicht einfach den Timo dazu holen? Okay. 3, 2, 1. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Hä? Ja, alles klar. Ich merke schon. Aber ich muss auch sagen, also, dieser Film... Stu? Ich bin kurz davor, den Highscore zu knacken, bitte. Oder anders gesagt, aber du hast das Skript nicht gelesen. Jetzt sind wir Meta. Wir gucken den Film nämlich jetzt erst. Ach so. Das hier wird der Scream des Telestammtisch, sag ich dir. Stu, irgendwas zu den Filmen überleiten. Aber haben wir nicht noch einen Horrorfilm für diese Woche offen? Was? Okay, nochmal, pass auf. Paul, jetzt reißt sich mal zusammen. Moment, nochmal. Ich hab's vergessen. Moment, ich geh nur kurz ins Skript.